Hallihallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Petra und wir schauen uns in dieser Videoreihe gemeinsam das Thema Bruchterme an. Bruchterme. Hier stecken ja zwei Begriffe drin, die du schon kennst. Der Bruch, das ist eine Bruchzahl, wie zum Beispiel 3/4. Damit können wir beispielsweise den Anteil von 3/4 der Schülerinnen und Schüler deiner Klasse beschreiben. Und du hast mit Bruchzahlen ja auch schon gerechnet. Und Terme, die kennst du auch bereits. Das sind die Rechnungen, in denen wir mit Variablen, also mit Buchstaben arbeiten. Wie zum Beispiel 2 mal a plus b. Was erwartet dich also in dieser Videoreihe? Du wirst am Ende dieses Videozyklus ganz genau erklären können, was ein Bruchterm überhaupt ist. Und nicht nur das, du wirst Bruchterme sogar selbst aufstellen können. Außerdem wirst du wissen, was hinter dem Begriff der Definitionsmenge steckt und wie man diese bestimmt. Und du wirst mit Bruchtermen rechnen können. Du wirst also einen Bruchterm erweitern oder kürzen können. Und du wirst mehrere Bruchterme miteinander multiplizieren, dividieren, addieren und subtrahieren können. Das klingt doch spannend, oder? Um dieser Videoreihe auch gut folgen zu können, solltest du mit ein paar Sachen schon gut umgehen können. Ganz wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, wie man mit Bruchzahlen rechnet, wie man Bruchzahlen erweitert und kürzt, wie man sie addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Wenn du das nicht mehr ganz in Erinnerung hast, dann schau doch mal auf unsere Homepage. Da gibt es ganz viele Videozyklen zu Bruchzahlen. Bist du dir zum Beispiel unsicher beim Addieren von Bruchzahlen? Sandra erklärt dir das in diesem Videozyklus dort nochmal ganz genau. Was ein Term und was eine Variable ist, davon solltest du auch schon ein bisschen einen Plan haben. Auch hier gibt es einen Videozyklus, falls du das zur Sicherheit doch nochmal wiederholen möchtest. Und außerdem brauchst du das Rechnen mit Potenzen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wenn nicht, schau dir doch einfach Claras Videozyklus über Potenzen an. Jetzt hast du also alles, was du brauchst. Na dann, stürzen wir uns in die Welt der Bruchterme. Das ist ein Term. Das hast du bestimmt gleich erkannt. Das A nennt man eine Variable. Die Variable ist ein Platzhalter. Das bedeutet, du kannst statt dieses Platzhalters die verschiedensten Zahlen einsetzen. Und das hier ist ein Bruchterm. Ein Bruchterm ist ein Bruch, bei dem im Nenner zumindest eine Variable steht. Also auch das hier ist ein Bruchterm. Denn auch im Zähler dürfen ruhig eine oder mehrere Variablen vorkommen. Und das hier ist auch ein Bruchterm und das hier auch. Überall siehst du mindestens eine Variable im Nenner dieser Brüche und manchmal auch welche im Zähler. Und damit weißt du auch schon, was ein Bruchterm ist. Ein Bruchterm ist nämlich ein Bruch, dessen Nenner mindestens eine Variable enthält. Wie entsteht denn eigentlich so ein Bruchterm? Naja, eine Möglichkeit ist, dass wir ein Zahlenrätsel lösen sollen, das folgendermaßen beginnt. Dividiere die Zahl 5 durch die unbekannte Zahl. Übersetzen wir das mal in die Sprache der Mathematik. Das sieht dann so aus. Wir sollen also die Zahl 5 durch etwas dividieren, nämlich durch unsere unbekannte Zahl, die wir zum Beispiel a nennen können. Unsere Rechnung lautet daher 5 dividiert durch a. Du weißt aber bestimmt schon, dass wir eine Division auch als Bruch aufschreiben können. Und das schaut dann so aus. 5 gebrochen durch a. Und schon haben wir eine Bruchterm erzeugt. Probieren wir das gleich nochmal aus. Hier ist der zweite Teil unseres Zahlenrätsels und da steht,
Multipliziere dann das Ergebnis mit dem Quotienten aus der unbekannten Zahl und der um 2 verminderten Zahl. Dieser zweite Term schaut also so aus. Hier steht etwas von einem Quotienten. Wir haben es also wieder mit einer Division bzw. einem Bruch zu tun. Und zwar sollen wir unsere unbekannte Zahl a durch etwas anderes dividieren. Das können wir mal so aufschreiben. Und durch was sollen wir dividieren? Naja, durch die um 2 verminderte Zahl. In dieser Beschreibung steckt also eine Subtraktion. Unsere unbekannte Zahl soll um 2 kleiner gemacht werden. Also muss in unserem Nenner stehen a minus 2. Wir erhalten also den Bruch a gebrochen durch a minus 2. Und schon ist unser zweiter Bruchterm fertig. Unser erster Bruchterm soll ja mit diesem dann noch multipliziert werden. Also kommt noch ein Malpunkt dazwischen. Und fertig. Ganz schön kompliziert der gesamte Term unseres Rätsels. Wie du diesen dann Schritt für Schritt vereinfachen kannst, zeige ich dir in den folgenden Videos. Fassen wir zusammen. Du hast in diesem Video Bruchterme kennengelernt. Bruchterme sind Brüche, bei denen im Nenner zumindest eine Variable vorkommt. Und du hast auch schon erste Bruchterme selbst aufgestellt. Im Basic-Video Nummer 1 schauen wir uns an, ob die Variable a in unseren Bruchtermen ein Platzhalter für ganz beliebige Zahlen ist, oder ob es da vielleicht Einschränkungen gibt. Vielleicht hast du ja schon mal vom Begriff der Definitionsmenge gehört. Über die werden wir uns gleich unterhalten. Und in den weiteren Basic-Videos machen wir uns dann ans Rechnen mit Bruchtermen. Da werden wir dann unseren Rätselterm vereinfachen, also Bruchterme miteinander multiplizieren und kürzen. Und du wirst außerdem erfahren, wie man Bruchterme dividiert, addiert und subtrahiert. Es bleibt also spannend, daher bleib dran. Ich würde mich freuen.